Hey Leute, wir machen weiter mit Prey. Ja, wir sind haben das letzte Mal hier aufgehört. Und es geht wieder um ein kleines Rätsel. Das haben wir das letzte Mal gelöst hier. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie da rüberkommen. Da unten haben wir schon mal so einen Umwandler der Schwerkraft. Den brauchen wir aber jetzt definitiv nicht, denn die Schwerkraft ist ja genauso eingestellt. Was ist, wenn ich hier drauf hüpfe? Ach, guck mal. Jetzt steht da was. Mensch, bleib doch mal sitze. Du Depp. Was sagt er uns denn? Mutter erinnert uns an ihre Stärke. Das bringt auch nichts, oder? Hä? Ah, gut. Das habe ich gar nicht gesehen hier auf dem Boden. Ach, da ist es aber. Genauer hingucken, dann wird's auch was. Okay, wir können hier rüber. Und, aber hier kommen wir ja dann nicht weiter. Was haben wir denn jetzt davon? Vöglein, sag uns, was wir tun müssen. Wir müssen ja unseren Körper hinterherholen. Das wird auch nichts. Haben wir denn irgendeine bessere Sicht? Auf jeden Fall können wir ja schon mal hier rüber. Ein bisschen Muni holen. Haben wir hier eine Sicht auf irgendwas, was uns weiterhilft? Mutter, unsere Stärke, ihre Stärke. Ja. Das habe ich begriffen, aber was sagt mir das jetzt? Was habe ich davon? Leute, ich weiß es nicht. Hä? Ich meine, darunter fallen ist bestimmt nicht das Rätselslösung, da bin ich wahrscheinlich tot. Angesichts dessen, dass hier so eine Plattform ist, muss ich wahrscheinlich irgendwie die Schwerkraft umändern. Die Frage ist nur, wie? Oder kann ich jetzt nochmal zurück? Weil da vorne war, stand ja auch nochmal was. Hier. Aber hier kann ich nichts machen. Hier kann ich nichts tun. Ich verstehe es nicht. Was will das Spiel von uns? Muss ich mich hier irgendwie reinstellen? Was ist denn das da oben? Was ist denn das? Das habe ich auch noch nicht ganz begriffen. Und diese Tonne, die sieht hier so platziert aus, als müsste man mit der irgendwas machen. Kann ich die so schieben? Ne, kann ich nicht. Kann er nicht. Was sind das hier eigentlich für ein Schlons? Nichts. Ja, Vöglein. Ich versteh's trotzdem nicht. Ich versteh's doch nicht. Was soll ich machen? Hä? Jetzt auch noch alle. Toll. Was ist das? Ich kann halt nichts damit machen, ne? Ich kann damit nichts anfangen. Ey Leute, ich weiß es echt nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich meine, das muss ja irgendeinen Sinn haben, dass ich hier rübergehen kann. Dass der Vogel mir das da sagt, das ist ja gut und schön. Mutter erinnert uns an ihre Stärke. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass man sich eventuell umbringen muss, dann in diese Parallelwelten, dass man dann irgendwie weiterkommt. Wollen wir es einfach ausprobieren? Ich weiß es nicht. Probier es einfach mal aus. Nee. Also muss ich mich jetzt hier umbringen, oder was? Ich probiere es mal aus, Leute. So, genau, jetzt kommen wir in diese Welt, müssen hier unsere Kollegen abschießen. Dabei weiß ich nicht mal, was genau böse ist. Ob blau, ob rot. Jetzt sind wir wieder hier, es hat nichts gebracht. Es hat echt nichts gebracht. Es hat nichts gebracht. Ich dödel, da ist es doch. Ah. Mal die Glüsen aufmachen. Okay. Okay. Oh Mann. Tja. Wir brauchen da gar nicht diskutieren. Es war dumm von mir. Ich habe nicht nach oben geguckt. Obwohl es eigentlich so offensichtlich war, dass es gar nicht anders geht, ne?
Aha, die haben mich hier genauestens im Blick. Und hier ist sie. Wie hieß sie? Jen? Jen? Hieß sie Jen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe vergessen, wie meine Freundin heißt. Das kann schon mal passieren. Greif an! Okay. Hey, Junge. Batz, da ist er weg. Okay. Bitteschön, mein Bester. Ich würde weggehen. Okay, da oben ist auch noch einer hier. Wollen Sie mich einfach ein bisschen hintergehen? Das ist ja wohl. Das ist ja wohl nicht euer Ernst, oder? Oh oh. Jetzt wirft er die Granate selbst dahin. Das ist ja dämlich. Komm, geh hoch. Hat das was gebracht? Ich glaube nicht. Wir müssen noch eine dahin schmeißen. Okay, da liegen ganz viele Stückchen. Ich vermute mal von ihm. So. Heilung. Hier rüber. Noch ein bisschen Seelen einsacken. Ansonsten sehe ich erstmal keinen. Aber was das hier ist, habe ich immer noch nicht begriffen. Ich dachte, das würde irgendwie zum Inventar gehören, was nützlich ist. Aber anscheinend nicht. Nö. Okay, ist da oben noch einer? Nope. Da oben ist keiner mehr. Aber die Musik ist noch so episch. Ich habe das Gefühl, hier sind noch Feinde in der Nähe. Okay, das habe ich jetzt begriffen, dass wir hier durch müssen. Oh. Stehe ich ja gänzlich ungünstig. So. Jetzt wieder und dann geht es wahrscheinlich hoch. Zack. Watz. Einmal in den Schädel, bitte. Komm her, Granate. Ihm hauen wir einfach eine drüber. Verdammt, und er mir auch noch. So was Dämliches. Ach du Scheiße. Diese Mörder. Was machen die mit den Menschen hier? Guckt euch das an, das ist echt abartig. Und irgendwie hat es auch noch was mit Geistern zu tun. Oder was sind denn das für Viecher? Die hängen hier einfach mal ein paar eingesponnene Körper in ihre Bude. Ich meine, warum nicht, ne? So ein bisschen Grofty-Style. Hat schon was. Wo geht's da hin? Das da unten geht wahrscheinlich nicht auf. Reiß mal die Fresse auf. Geht nicht. Na gut. Dann müssen wir hier lang. Okay, das sieht etwas komplexer aus als die Rätsel zuvor. Und ich würde mal sagen, also hier mit dem Skateboard, das wäre natürlich echt geil. So. Nein, 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 nein. Das war klar, da ist da wieder irgendein Hässlein drin. Furzen die jetzt die Eier hier raus? Aber was habe ich denn jetzt, wenn ich hier bin? Gibt es bestimmt wieder irgendeine Plattform, die ich anschießen kann. Nur wo sie ist, das ist die Frage. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es doch nicht. Seht ihr irgendwo eine... Komm. So. So nicht. Okay, aber dadurch, dass wir hier immer Seelen kriegen, vermute ich mal, dass wir diesen Modus hier brauchen. Und irgendwas anschießen müssen mit ihm hier, oder? Nee. Ergibt keinen Sinn. Wir gehen nochmal zurück. Kann ich nicht einfach hier oben drauf rumhüppen? Kann ich ja auch. Kommt man jetzt theoretisch auch weiter. Oh, oh Mann, ey. Echt jetzt? Bin ich jetzt... Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Nee, wo bin ich denn jetzt? Oh, das war nix. Krass, also es geht wirklich gar nicht so um die Shooter-Mechanik hier, sondern mehr um die Rätsel lösen. Aber... Ich vermute mal, das Ding muss irgendwie auseinandergezogen werden. Mit irgendeinem Schalter oder so. Hier, komm mal dran. Ne, geht nicht. Man darf auf jeden Fall nicht dran springen. Man muss wirklich drauf gehen. Ansonsten funktioniert es nicht. So, wir gehen hier rüber. Irgendwas hier müssen wir auf jeden Fall machen. Wo kommen wir denn hier hin? Hey, Kollege. So. Was kaputt machen kann ich hier nicht. Wow, das war mal dumm. Ja, ne? Erstmal die Selbstschussanlage anmachen.
Hier, Vöglein, übersetzt mal bitte für mich. Will er nicht. Kann er nicht. Oh, das hier. Okay, habe ich begriffen. Okay, wir müssen anscheinend den richtigen Zeitpunkt finden, um darüber zu gehen. Vermute ich jetzt mal. Ich gucke erstmal lang. Hier kann ich eigentlich nur eine Runde gehen, oder? Nee, da komme ich da drüben hin. Da muss ich auch hin. So. Aber warte mal. Das da unten kann ich noch mitnehmen. Wir wollen hier keine Energie verschwenden. Zack, da sind wir auch wieder voll. Jetzt hier. Sind wir jetzt richtig? Hier sind wir richtig. Okay. Und ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, aber ich denke mal, durch Schnelligkeit wird es auch nichts. Nein, wird es nichts. Auch mit Schnelligkeit kommen wir da nicht rüber. Das ist nicht das Rätsellösung. Wir müssen das irgendwie anders packen. Tja, Leute, es tut mir leid, dass es jetzt hier so ein bisschen länger dauert, aber ich kenne es halt nicht. Jetzt habe ich mir irgendwie das hier alles verbaut, oder was? Habe ich vermute mal, das geht nicht. Okay, da drüben könnte ich auch noch lang. Das heißt, wenn das hier da ist, so. So, jetzt sind wir da drüben. Durch einen gekonnten Sprung. Sollte das auch funktionieren? So, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Was sind wir mal hier drüben lang gehen? Am besten wäre es natürlich, die Schwerkraft irgendwie zu manipulieren. Also die eigentliche Schwerkraft. Wenn wir jetzt... Ah, wir dürfen nur nicht dazwischen sein. Ansonsten ist das hier aber alles kein Ding. Was ist da drüben eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Also wenn das Ding sich bewegt und ich glitsche hier runter, dann falle ich runter. So funktioniert das aber. So, jetzt müsste man doch irgendwie woanders sein, oder? Okay, da unten ist irgendwer. Hoppala. Hi. Okay. Okay, okay. Wir haben... Aber wir sind auf dem Kopf. Es war nicht er. So. Scheiß Geschütz ausgeschaltet. Ist hier noch irgendjemand, der keine Miete gezahlt hat? Dann bitte sich jetzt melden an Kasse 1. Hier geht's weiter. Nee, hier waren wir noch eben, oder? Was? Hör mal auf hier mit dem Rumkrakeelen. Schieß mal einfach ab hier. Papp. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Abgefeilt. Okay, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Das laden wir mal auf. Ja, mal die Waffe, die hat man schon lange nicht mehr. So. Ab durch die Mitte. Zack. Sehr schön. Oh, ist das verwirrend. Das ist so verwirrend, Leute. So müssten wir da rein. Irgendwie. Irgendwann. Irgendwo. Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe. Da kommen halt noch mehr Gegner. Shit. Mann. Knall doch das Vieh ab. So, ein Schuss noch. Komm her. So, ein Pimmelkopf. Jetzt machen wir hier wieder Feuer rein. In die Mumpel. Wir müssen auf jeden Fall hier durch. Anders geht's doch nicht. Ah, hier ist auch noch was. Ist hier drüben auch noch was? Ne, hier ist nichts. Das heißt, wir müssen hier drüben rein. Ah, jetzt sind wir richtig. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Vöglein. So, lass mal bitte den Tommy in Ruhe. Sagt dir die Seele. Ich und meine gespaltene Seele. Das sieht doch aus nach einem Passwort hier, oder? 2724. Na gut, dann suchen wir mal das gute Stück. Weg mit euch. Hauch mich mal an. Ah, oh, Menthol. 2724. 2724. Flutsch, da ist es da. Noch ein bisschen Muni einsacken, braucht man nicht. Okay, wir sind auf jeden Fall richtig unterwegs, Leute. Wir sind auf jeden Fall richtig. Okay, jetzt irgendwie... Uah! Dummes Vieh.
Das hast du davon. Aber warte mal, wir können ja erstmal unsere Seele runterschicken. Dass die das hier klärt. Ach, das ist doch der... Ja, da waren wir doch schon. Da außen sind wir rumgelaufen. Aber war hier nicht noch so ein Vieh eigentlich? Na gut, das ist nur der Fahrstuhl. Dann brauchen wir. Da ist er. Bitteschön. Achtung. Okay. Die Granaten sind ein bisschen sehr langsam. Da wird das nichts. So. Noch irgendjemand. Noch irgendein Drecksköter, der auf den Sack will. Das aktivieren wir. Sehen wieder einen Sack. Da sind wir randvoll. Ist das hier irgendwie ein Portal? Nee. Das ist keins. Na gut. Dann halt nicht. Und dann macht's gut. Ich gehe mal die Wand hoch. Ich gehe die Decke hoch, wenn es hier so weitergeht. You're on the air with Art Bell. Hi, this is Alex from Lubbock. Another caller from Texas. What's going on, Alex? That guy from Garland wasn't faking, Art. I can see a bunch of lights too. So you're seeing them too? Yeah, Art. They're pretty high in the sky to the south of my house. Oh gosh, my dog's going nuts. Down, boy. Okay, wir hören hier halt die Radiosender noch, aber... Ich meine, es geht auch anderen Menschen anscheinend so und die werden hier alle gefangen. Ja, ich möchte jetzt nicht jeden Radiosender extra anhören. Wir gehen in den nächsten Level namens Opfer. Ey, du Opfer, jetzt gibt's aufs Maul. So, da drüben habe ich doch schon einen gesehen. Das nächste Opfer. Batsch! Okay, wir brauchen anscheinend ein Passwort. Und wir können mal wieder saugen. Na lecker. Nur wo muss ich sagen? Da muss ich saugen. So, angesaugt und abgelutscht. Piu. So, Muni mal alle geschossen. Sehr schön. Man hat echt nicht allzu viel Muni. Ich möchte jetzt wissen, was das für ein Passwort sein soll. Haben wir denn noch irgendwo eins gesehen? Ah, guck mal. Das müssen wir eingehen. Da geht wahrscheinlich hier die Luke auf. Und wir öffnen damit ein Portal. Okay, da brauchen wir aber erst noch ein Passwort. Das wird es wahrscheinlich hier hinten geben. Laut Videospiellogik. So. Okay, wir schleichen uns an. Ja, du musst auch hinhauen mit dem Arm, den du noch hast. Hier, Amas. 0634. Ey. 0634. Okay. Dann geben wir das da mal ein, oder wie? 0, 6. Aha, das war's. Tatsächlich. Geil. Ein Bus. Ein Schulbus. Oh no. Aber es sieht richtig geil aus. Es sieht so gut aus. Es könnte von irgendeinem Cover sein, vom Musikcover oder so. Oder von, wer den Film kennt, Nightmare on Elm Street. Ich glaube 4. Da fahren die auch in dem Schulbus und dann stehen die, na, auf so einem, die Welt bricht zusammen, irgend sowas. Guckt's euch an. Geiler Film. Ich mag Nightmare on Elm Street. Okay, wir müssen anscheinend hier lang. Okay. Ah, da hinten ist jetzt offen. Hier ist aufgegangen. Was? Okay, abspeichern. Angst haben. Weglaufen. Was? Okay, kann ich die abschießen? Ja, die kann ich abschießen. Das hat doch vorhin nicht geleuchtet hier, oder? Okay, irgendwie... Ach, was? Ein paar Kinder oder was hier im Drecksfenster? Okay. Auf die Fenster. Fertig. Los. Hör auf damit. Mit Scheiße schmeißen, das macht man nicht. Okay, ist jetzt wieder offen. Jetzt wieder offen. Wir gehen einfach weg hier. Was soll das? Mit Kindern lege ich mich doch nicht an. Plötsch. Krass, aber die haben ja gut wieder abgezogen. Also die müssen wirklich nur einmal treffen. Das tut dann wirklich schon ordentlich weh. Ist hier irgendwas? Irgendein Passwort, was uns angezeigt wird? Nee, ist es nicht. Na gut, Leute. Aber ich speichere jetzt erstmal ab. Beim nächsten Mal gehen wir durch diese seltsam aussehende Tür. Und werden
vermutlich wieder irgendwelchen verrückten Scheiß hier erleben bei Prey. Hier auf Lindark. Haut rein. Adieu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.